Hallo und willkommen. Nun, endlich zum offiziellen Start von Create. Ja, endlich, endlich, endlich. Auch wenn der Projekt jetzt ein bisschen vorgezogen wurde. Ja. Ist halt so, ne? Aber wenn jetzt schon alles fertig ist, worauf sollen wir denn noch großartig warten? Ja, ihr seht schon, es sind zwei Leute schon mit dabei. Genau. Und ich würde jetzt einfach mit ins Flugzeug einsteigen. Fliegen los zu unserer Insel und dann geht's wirklich richtig los. So Leute, wir sind im Flugzeug und fliegen endlich zu unserem Reiseziel. Yay! Und ihr merkt, es ist etwas laggy. Vom Reiseziel. Habe ich einfach F1 gedrückt, es ist sieht viel angenehmer aus. Der Flug ins Ungewisse. Keiner Ja, weiß, wohin was es beim. geht. Wasser. Leckt es bei euch auch so hart? Bei mir leckt das so Nö, übelst. bei mir geht's. Es geht aktuell eigentlich. Aha. Also ich spüre jetzt New keine Receipts Lags. unlocked. Nicht wundern, Leute, diese Aufnahme läuft momentan auch noch im Stream, deswegen schreiben noch Leute in den Live-Chat. Guten Tag, Clockwork. Okay, so langsam fängt sich mal Minecraft auch. Ihr seht natürlich auch den Projektstart bei den anderen beiden auf dem Kanal. Ich verlinke die auf jeden Fall auch nochmal im Video, also in der Videobeschreibung. Ja. Alter, ist es ganz schön. Wie viel FPS haben wir denn hier? Auch 2 FPS ist ja angenehm. Ja, bei mir sind die auch gerade ein wenig weiter unten. Herr Bei mir Pilot, geht es mir. Herr Pilot könnte sich bitte auf den Flug konzentrieren. Oh fuck, meine Kamera ist ausgegangen. Ich habe so 40 FPS, das geht auf jeden Fall auch. Ich habe heute nur eine Stunde Zeit, so war ich Ich schon steig mal. mal aus, ne? Herr Pilot, bitte gucken Sie nach Ah, vorne. 8 Uhr. Der Pox Der hat den Pilot Piloten interessiert weg. sich für andere Sachen, so. Da muss ich deshalb eben landen. Oder Dockoff macht das. Dockoff bringt uns heile runter hier. Hallo. Ich gebe mein Bestes. Hallo, Hallo, ich mach habe das gar schon. nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, es ruckelt und ruckelt. Alter. Achtung, Achtung, verehrte Fahrgäste, in Kürze werden wir landen. Bitte setzen Sie sich wie erneut hin. Ich kann mich nicht hinsetzen. Der Stuhl lässt mich Was nicht. waren die Probleme mit der Mod? Ah, wir befinden uns, glaube ich, jetzt im Landeanflug, auch wenn es Der sehr laggy Takt ist. lag gerade sehr rum. Ja. Ja, es ist sehr lang, die Landebahn. Das Laggen liegt, glaube ich, gerade am Server. Obwohl, vielleicht doch nicht ganz so lang. Wie gesagt, ich kann heute nur bis um 9 Ja, so. ich auch, deswegen. Ich habe morgen Schule. Ich auch. Haben wahrscheinlich doch nicht mehr, weil Achtung. bei uns im Landkreis ist Vorsicht, wir schon. landen. Wir Wir haben landen, Inzidenz okay, von es geht runter. Ich merke 128. es, wie es runtergeht. Oh, Alter, oh, ruckel, ruckel, Hätte ruckel. aus dem Sitz liegen, easy. Ah, ich sehe die Bäume neben uns. Oh, Ey, ich bin rausgefallen. wir wollen. Ja, Leute, wir sind jetzt Ja, du gelandet. willst dann noch was kreativ wegnehmen. Ich bin kreativ. Also, wie gesagt, Leute, wir sind jetzt Mein gelandet. Wheel, mein Wheel, mein Wheel. Ich guck mal, ob ich das jetzt irgendwie gut hinschneiden kann. Diese Item darf ich gar nicht haben. Genau, ja, wir fangen jetzt natürlich mit dem Projekt an, sprich, Survival, ne? Ich nehme ein bisschen Diorit mit, ich fahre ein bisschen Holz. Ihr könnt ja guck mal, schon mal gucken, dass ihr eine Spitzhacke kriegt. Genau, und dann würde ich sagen. Oh, der Pilot steht ja auch hier, moin. Ja, keine Ahnung, was wir mit dem anfangen. Ja, ich habe zu viel Würzung gegessen, ah ja. Genau, bisschen Diorit haben wir hier schon mal am Anfang. Holz. Uiuiui. Guck mal hier, Doc, ich gebe dir schon mal ein Stack Holz für den Anfang. Ey, wo hast du ein Stack Holz her? Gefarmt schon. Ich habe gerade mal hier so. Ja, Oder war ich das? mache einen Baum mit einem Schlag weg. Dafür habe ich den Deforester genommen. Ja, ich habe so gerade Alter, ich so. habe 41 Saplings. Also derjenige, der eine Baumfarm anfangen möchte, ne? Ihr könnt das Flugzeug auch erstmal als Lagerstelle benutzen, da es ja Kisten hat. Also. Glaube nicht.
Ich kann es mal versuchen. Ich wollte nur sagen, ich kenne mich mit dem Modpack nicht aus. Ja, du kannst uns ruhig zur Not fragen. Wir kennen uns da so ein bisschen. Auch nur ein bisschen. Okay, nein, ja. Funktioniert schon mal nicht. Gut. Das ist ein klares Nein. Ich mache uns mal kurz schon mal eine Workbench und eine Kiste. Workbench hätte ich auch eine. Achso, ja, okay. Haben wir drei. Ja, es gibt neue Erze übrigens. Nein, nein, wieso heißt das so? Nein. So, ich habe mal ein bisschen was in die Kiste gepackt. Ich würde erstmal empfehlen, dass wir ein Wasserrad craften, um erstmal Energie zu kriegen, damit wir schon mal ein Eisen. Doch, kommt, ich musste zwei Blöcke weitergraben und habe Eisen gefunden. Also ich habe aktuell ein wenig Kupfer gefunden. Oh, Kupfer ist auch gut. Ich hab ein bisschen... Hier, komm mal kurz nochmal in die Höhle rein, bitte, hier, Tobi. Ja. Ich zeig mal, wo Eisen war. Können wir aber natürlich auch für Fackeln verwenden und dann schon ein bisschen ausleuchten. Zwei Iron Nuggets, die mache ich aus einem Iron Bar. Lol. Sprich, wir haben jetzt schon den Cockweed, lass mich mal kurz gucken hier. Iron Nuggets, dann machen wir hier zwei Andesite hin, machen da Iron Nuggets. Zack, Andesite. Jetzt machen wir die Knöpfe drumherum. Haben wir einen Cockwheel. Und jetzt brauchen wir noch diesen Millstone oder wie hieß das Ding? Dahin. Holz fehlt mir noch. Genau. Guck mal her, ich hab Holz. Guck mal her. Ja, ich habe auch Holz schon. Zack, zack, zack. Wir haben einen Millstone. Hey. Kann ich den Millstone haben? Ich möchte mal. Am besten bräuchten wir jetzt noch eine Handcrake. Ah ne, wir brauchen noch ein Cockpit, das habe ich hier zum Glück. So. Jetzt brauchen wir noch eine Handcrake. Wie macht man die? Ah, oh, okay. Ja, platziere die hier oben drauf auf dieses Cockpit. Warte. So, jetzt Kobel. Genau, perfekt. Yay! It's alive! So, was bräuchten wir jetzt? Wir brauchten. Was wollte ich zuerst machen? Ab ins Crushing. Als nächstes machen wir uns ein paar Crushing Wheels und dann... Nee, stimmt. Wir brauchen ein Wasserrad, wollten wir. Und dafür brauchten wir irgendwas. Ich hab noch ein Wasserrad. Stimmt. Oh, ja. Oh, gut. Komm mal mit. Okay, das ist die Richtung. Sprich, buddeln hier mal ein bisschen was frei. Wir haben jetzt auch noch ein paar Chefs, ne? Ja, perfekt. Kann man einen schon mal einen Eimer craften, also wenn er noch Eisen hat? Bräuchten Eimer. Das ist jetzt natürlich erstmal provisorische Energiegewinnung hier. Ich hätte sonst noch 4 Nuggets, aber die bringen uns glaube ich nichts. So, warte mal, kann ich Andesite crushen? Mach mal. Komm, gib Gas. Gib mal ein bisschen Gummi hier. Lo! Okay, aus Andesite kriegt man Cobblestone raus. Und aus Cobblestone kann man auch Eisen kriegen, ne? Okay, ich platziere mal hier die Chefs schon mal rein. Wir können ja... Oh, wir haben Copper, ja. Copper ist gut. Wir packen erstmal alles in eine Kiste, bevor wir es... Copper habe ich vorhin schon welches gefunden. Kann man denn auch hier wirklich Strom erzeugen? Strom nicht, das ist halt bei alles kinetisch, also Rotationsenergie, die wir erzeugen. Mit der kannst du zum Beispiel auch Aufzüge bauen oder... ja, eigentlich halt... Also was braucht man für Mechanical Drill? Geht, aber das wird sich nicht ins Matt-Packet. Das heißt, da kann man immer so Windräder zu bauen. Das war auch ganz cool. Oh, wir können schon so einen Bohrer machen. Weißt du, was das Gute ist? Naja, das Flugzeug ist ja jetzt auf unserer Seite. Das heißt, wir können es benutzen und abbauen. Man kann ja schon mal... Das Coole ist, wenn ich jetzt auf eine Deckungstour gehe, dann könnte ich ja schon ein Dorf suchen und dann einfach Waypointer setzen. Sprich, wir suchen in der nächsten Folge einen... Kann man ja so Laufbänder machen? Kann man auch machen, ja. Brauchst du aber Dried Kelp für. Wir haben ja vorne zum Glück ja Kelp. Okay, dann würde ich sagen, das war's für die erste Folge. Und, ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch eine zweite direkt mit hinterher aufnehmen. Da gehen wir dann einfach ein bisschen erkunden. Ich hoffe, euch hat dieser Projektchat gefallen. Und macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao.